Gib mir ein paar Münzen vorab. Sind schlimme Zeiten. Hier dein Geld. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Ich weiß. Das brauchst du mir nicht sagen, weil ich habe schon mal hier geschlafen. Du müsstest dich eigentlich an mir dran erinnern, Alter. So, Leider benutzen. Da war mein Bett. Da. Ah. Ich bin so müde. 8 Uhr. Dann esse ich was, weil ich habe dann noch 59 nur noch. Da habe ich das Essen auch wieder 100, habe ich alles auf 100, das ist geil. Das lohnt sich, oder? Das ist gespeichert halt, ne? Ich habe schöne Träume gehabt. Ich habe von Theresa und von der Burgherrin geträumt. Alter, zwei Weiber, die mich mögen, ja. Das ist auch schon mal geil, ey. Dafür, dass ich nur ein Schmiedsjunge bin. Zwar jetzt eine Rüstung habe, so ein bisschen. Schon geil. Ich würde ja gerne so eine OP-Rüstung haben, so eine richtig heftige, geile Rüstung. Aber die kostet einfach so viel Geld. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld, wie soll man an so viel Geld kommen? Gut. Was man machen könnte, ist, dass man halt, dass man, Dings macht hier. Aus dem Topf essen. So, und jetzt müssten wir eigentlich mit unserem Pferd. Da bist du ja. Einmal da hinten hinreiten. Dort hinten da irgendwo. Da ist das nächste Gestüt. Ja. Da ein bisschen Gas geben jetzt hier. Auf rutschigen, nassen Lehmboden. Aber Pebbles hat extra Regenreifen, Regenkufen. War das nicht hier? Doch, das war da. Aber eins der hinteren Häuser sozusagen. Okay. Warte mal. Das ist das doch bestimmt, oder? Nur muss ich Pebbles ja hier lassen. Das geht ja überhaupt nicht. Bist du das Pferd, was ich gleich reiten darf? Ich muss einmal kurz zum Hof. Und das dann... Pferdehändler. Wo ist er denn? Jetzt blöd. Da ist kein Pferdehändler. Ist der halt hinterm Haus. Hallo, Herr Stallmeister. Gibt es hier Arbeit für mich? Nein, ich suche nach dem Stallmeister. Ich möchte ein Pferd kaufen. So. Ich suche den hiesigen Stallmeister. Du hast ihn gefunden. Was kann ich für dich tun? Haha. Die Herrin Stefanie von Thalmberg schickt mich. Sie sagt, du hast hier ein Pferd für sie. Ja, richtig. Kämmerer Dietrich sagte, dass jemand vorbeikommt. Der Hengst ist hier, aber er ist schwierig. Dieses Mistviech lässt sich ohne weiteres einen Sattel auflegen und ist an der Leine lammfromm. Doch sobald du aufsitzt, dreht es völlig durch. Das Pferd soll zur Hochzeit einer Edelfrau vorgeführt werden. Es wäre kaum angebracht, wenn es mitten im Fest seinen Reiter abwirft. Was schlägst du also vor? Frag am besten Willibald. Aus irgendeinem Grund hört der Gaul auf ihn. Dann nimm ihn mit. Dietrich hat alles vorbereitet. Okay. Alles gut. Wo ist denn Willibald, ey? Nee, das sind die. Besteigt den Stimmel. Da, sprich mit Willibald. Mal kurz Marker setzen. Da bin ich ja mal gespannt, ey. Was bin ich jetzt? Das ist das weiße Pferd da draußen. Da.
Okay, könnte ich das jetzt besteigen? Ah, ich falle bestimmt sofort runter, ne? Nee. Wir fragen mal Willi. Da ist Willibald. Hallo. Guten Freund. Tag. Guten Tag. Ja, schön, wir verstehen dich von Tallenberg. Ich hörte, du kommst gut mit dem Pferd zurecht, das alle anderen abwirft. Ja, so ist es wohl. Und wie machst du das? Wie beruhigst du das Tier? Ich bin gut zu ihm. Mhm. Ich will den Hengst auch gut behandeln. Aber ich weiß nicht wie, weil ich ihn nicht so gut kenne wie du. Hilfst du mir? Ich sing für ihn. Du singst für ihn? Was denn? Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zuweilen. Das eine geschickt, das andere braun. Welches soll ich dir zeigen? Wen fragst du? Ja, wen fragst du? Meiner Liebsten rufe ich dir zu. Das ist interessant. Ich weiß, das ist komisch, aber er mag es. Hab Dank, Willibald. Übung, was ist das denn? Reiten? Ich würde gerne ein besserer Reiter werden. Selbstverständlich. Anfänger, ich möchte oder? Die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Na ja, komm. Also, pass gut auf. Lebe wohl. Pass auf, wo du hingehst. Pass auf, wo du hingehst. Das war's jetzt? Ja. Gut. Schimmelman. Na, Junge, soll ich singen? Du wärst das erste Pferd, dem ich ein Ständchen singe. Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zuweilen. Das eine gescheckt, das andere braun. Welches soll ich hier zeigen? Wem fragst du? Ja, wem fragst du? Meiner Liebsten rufe ich dir zu. Und? Willst du mich noch abwerben? Alter, alles klar. Okay, auch Schnellreisen machen mit dem Pferd? Ja, doch, geht. Oh, der ist aber übelst schnell, das Pferd. Warum ist das denn so schnell und mein Pferd ist so langsam? Na gut, weil es auch vielleicht ein richtig geiles Pferd ist. Und nicht so ein Galoppi wie mein Pferd. Ah, geil. Ach, nee, komm! Oh, meiden. Kein Bock auf Überfall jetzt. Weißt du, lieber das Pferd wegbringen, das ist schon mal da. Das ist schon mal viel wert. Ah. Gut, vielleicht sollte man sich vielleicht auch ein neues Pferd kaufen, aber... Mensch, Bubbles, Alter. Du geiles Pferd, Alter. Besteigen Schimmel begonnen, habe ich abgeschlossen. Aha. So, jetzt muss ich Wein holen. Hey, pass auf. Was willst du denn, Alter? So, dann... Nee, warte mal. Boah, ich müsste ja echt mal ganz ehrlich... Warte mal, Tallenberg? Jetzt ist das... Wo war das Dorf? Ach, da war das Dorf, nach Ledeczko. Ich glaube, ich reite mal nach Ledeczko. Da mache ich meine Sachen wieder heile. Also, schlaf sozusagen einmal mit ein paar Dierinnen. Und danach... Genau, reite ich dann runter nach Dings. Hol da den Wein ab. Verkauf beim Händler ein paar Sachen. Oder da vielleicht sogar, im Dorf, wo ich jetzt hinreite. Und von dort aus geht's dann... Wein... Entweder dann erst zum Diadem und dann, dass ich beide Sachen vielleicht habe, ist, glaube ich, klug. Und dann reite ich dann, wenn ich alles habe, nach Dings. Vielleicht verkaufe ich auch noch ein paar Sachen, dass ich ein paar, vielleicht mir noch irgendwie eine Rüstung mal kaufen kann. Weil die Schlacht, ich habe da echt ein bisschen Schiss vor, muss ich sagen. Ich gucke einfach mal.
Weil es, glaube ich, echt das Beste. Wenn ich das so mache. Also das ist zumindest mein Plan. Ob er natürlich jetzt aufgeht, so wie ich ihn habe. Oh. So, warte mal. Das war doch hier. Und das ist Badehaus, also unten weiter. Okay, Händler war da oben. Soll ich erst verkaufen? Ich glaube schon, ne? Komm, weißt du was, dann verkaufen wir erst ein paar Sachen. Bei einem Händler. Müsste hier drin sein. Moin, Händler. Ich möchte was verkaufen. Sei mit dir. Ja, lass uns handeln. Okay, verkaufen. Armschiene in den Warenkorb. Das habe ich alles an. Gepolstert. Weg. Das habe ich auch alles. Kettendingsbums. Weg. Lederhandschuhe. Welche Lederhandschuhe habe ich denn jetzt gerade an? Ach, die habe ich an. Warte mal. 96, 59, 5. Dann kommt die auch in den Warenkorb. Der Helm kommt auch weg. Der ungarische Säbel kommt auch weg. Genau. Schnaps, das behalten wir alles. Genau. Ja. Kann man irgendwas kaufen bei dir? Irgendwas Geiles? Nö. Lassen wir auch. Ach komm. Dann hole ich... Warte mal. Warenkorb. Ein paar Sachen wieder raus. Entfernen. 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 Ja, verkaufe ich die beiden. Du hast ja eh kein Geld. Naja. So, los geht's. Ab zur Badehaus. Moin! Die Bediensteten im Badehaus in Anspruch nehmen natürlich. Ich möchte etwas bestellen. Was hättest du denn gerne? So, jetzt müssen wir wieder gucken. Ich möchte ein Bad nehmen und meine Kleidung reinigen lassen. Ich möchte meine Wunden versorgen lassen. Ich brauche Heilung, ein Bad und saubere Kleidung. Ich hätte gerne ein Mädchen, das dazugehört. Ich möchte die Haare schneiden lassen. Ich möchte... Ich hätte gerne ein Mädchen und alles, was dazugehört. Ich hätte gerne... ein Bad. Zu zweit? Natürlich. Aber zuerst das Geld. Kostet denn 40. Gut. Bitte sehr. Du wirst es sicher nicht bereuen. Auf Wiedersehen. Okay. Nicht schlecht. Einen neuen Menschen aus mir machen, da bin ich mal gespannt. Ob meine Rüstung auch jetzt sauber ist. Wenn nicht, muss ich nochmal die Rüstung auch in Anspruch nehmen. So, wie schaue ich denn aus? Das sieht doch alles richtig geil aus, Alter. Das sieht doch richtig cool aus. Gut, jetzt werde ich aber gerne noch was in Anspruch nehmen. Und zwar... Nochmal Dienste kurz. Ich möchte etwas bestellen. Was hättest du denn gerne? Ja, ja, ich weiß. Kessenunterschnitt? Ein bisschen wie ein Mann aus östlichen Lande? Die Lockenpracht eines Kriegers? Wie ein Muttersöhnchen? Das würde ich mal sagen, oder? Ach du Scheiße. Lieber nicht. Mal gucken, wie das aussieht. Das sieht geil aus. Ich nehme ihn. Danke dir. So? Natürlich. Aber zuerst das Geld. Ja. Gut. Bitte sehr. Du wirst es sicher nicht. Ich bin rein. Auf Wiedersehen. Jetzt. Geil. Und jetzt, meine Liebe, ich möchte nochmal deinen Stiefelspruch nehmen. Etwas bestellen.
Mein Was Bart. Was hättest du denn gerne?